Hallo, liebe Zuschauer. Es gibt ja nicht nur Chaweng und Lamai, wie ich schon mal in einigen Filmbeiträgen berichtet habe. Es gibt auch andere Strandabschnitte hier von Koh Samui, die für den einen oder anderen sehr interessant sind, wo man vor allen Dingen viel Ruhe haben möchte. Ich bin jetzt hier an einem Strand, Lipanoi nennt sich das. Das ist auf der Westküste von der Insel. Ich kann das hier mal kurz einblenden, wo das ist. Und ihr seht, da hinten, da wachsen auch die Palmen so schief runter, wie man sich halt immer so vorstellt in den Tropen. Da, die werden aber jetzt, habe ich gesehen, die werden schon mal abgestützt, damit sie nicht ins Meer kippen. Und da hinten ist auch noch ein Fischerboot. Und in dieser Richtung ist der Militärhafen hier von Samui. Ich glaube, da liegt nur ein kleines Bötchen von der Marine drin. Aber da darf ich auf jeden Fall nicht drüber fliegen. Und dann fliege ich mal mit der Drohne hier rum. Da kommt man auch an der Nikki Beach vorbei. Nikki Beach ist ganz prominent bei denjenigen, die meinen, die hätten Geld oder die haben Geld. Ist nämlich sehr exklusiv. Eine Clubanlage ist das. Da kann man also seine Stunden verbringen. Aber da fliegen wir jetzt gleich mal drüber. Als erstes müssen wir mal die Drohne starten. Was ich dann immer machen muss, eine Tonsynchronisation. Damit kann ich also jetzt den Ton bestimmen, wo er anfängt. Und jetzt müssen wir ein paar Kilometer übers freie Meer fliegen, damit wir da hinten starten können. Also lassen wir jetzt mal die Drohne fliegen. Hinter diesem Berg, in dieser Bucht, ist auch die Fähranlage Ratscha-Fähre. Die kennt der eine oder andere auch. Das sind die Dinger, die immer so stark qualmen. Ich mache es mir mal in dieser Zeit gemütlich, bis die Drohne da hinten ist. Sie ist jetzt 1,3 Kilometer entfernt. Kommt schon eine Warnmeldung. Diese Steganlage, die kenne ich noch nicht. Also das ist auch nicht überraschend hier auf Samui. Da gibt es immer wieder neue Flecken, wo man sich nur wundert, wann ist das denn gebaut worden? Also hier unten ist ein ziemlich großer Ausleger hingesetzt worden. Da sind auch die Fischerboote. Da gehen wir jetzt mal runter, gucken uns das mal an. Die Verbindung ist hervorragend. Wir sind jetzt 2,3 Kilometer entfernt übers freie Meer. Dann gucken wir uns mal da unten das an. Ja, hier unten die Fischerboote, die fahren abends raus. Dann kann ich ja mal zeigen, wie das aussieht. Die haben also grüne Lampen im Moment. Die sind also hinter Oktopusse her. So kleine, die man ja so gerne verspeist. Und dann fliegen wir hier mal lang. Hier sind dann auch kleinere Bungalows. Das ist also ziemlich idyllisch hier. Was eben halt nur nicht ist hier in Lipanoi, dass man also direkt ins Meer gehen kann und man kann schwimmen. Da muss man also einiges rausgehen, ein paar hundert Meter, dass man also da frei schwimmen kann. Wir haben also jetzt ziemlich hoch das Wasser stehen. Also normalerweise kann man davon ausgehen, dass man um Mittelwert so um 2 Meter mehr Strandabschnitt hat als jetzt. Hier ist noch ein bisschen idyllisch. Hier sind viele Bereiche, die sind noch gar nicht bebaut. Gott sei Dank. Hier ist mal wieder so eine Anlage. Da gehen wir mal rüber. Ach, und wenn wir schon mal hier sind, können wir mal ein bisschen höher gehen. Hier oben ist auch das Transportdepartement. Da ist die Straße und ja, dahinter ist das Transportdepartement. Also wenn man Fahrzeuge anmelden möchte, abmelden oder für Führerscheinsachen, das ist da die Stelle.
Und dass dieser Teich, das Trinkwasserreserven für den Notfall. Wir haben ja seit einigen Jahren hier einen Anschluss direkt ans Festland mit dem Trinkwasser. Aber 2016 hatten wir nur für 2 Wochen nur noch Trinkwasser hier auf unserer Insel. Da wurde ja viel auch verbraucht, ja, von den Touristen auch natürlich. Und da war man da nicht ausgelegt. Und Gott sei Dank hatten wir in der Zeit, in den letzten 2 Wochen, wo ich sagte, da war nichts mehr am Wasser, bekam denn die Regenzeit an. Aber da hat man auch angefangen mit der Pipeline, die zu verlegen vom Festland nach hier. Und dann ist das praktisch jetzt die Reserve. So, gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Und also hier ist es ruhig, sage ich mal. Wenn man also nicht den Bedarf hat, jetzt unbedingt jetzt groß zu schwimmen, da muss man also ein bisschen weiter rausgehen, wo das Riff ist. Ansonsten ist das hier eine schöne Ecke. Da unten, da liegen ja auch ein paar. Und hier kommen wir auch wieder an. Jetzt habe ich natürlich nicht den Überblick darüber, aber ich glaube, das ist Nikki Beach. Schlag mich tot, aber das sieht so aus wie Nikki Beach. Da hatte ich ja da eben von gesprochen. Immer ein bisschen höher. Ja, das ist Nikki Beach. Ganz bekannt von der High Society oder die es gerne sein möchten. Die können hier unten abhängen. Da kann man also die einzelnen Liegeplätze dann mieten. Fliegen wir mal weiter. Also das ist eine schöne Fleck. Ich würde aber hier im nachträglich in meinem Film das einblenden, wo Nikki Beach ist. Da gibt es die Weiß Party, da hat man also nur weiße Sachen an. Da treffen die sich alle. Ist immer Entertainment, ist immer super. Jedenfalls in der Vergangenheit alles sehr schön gemacht. Übrigens, hier in dieser Ecke muss auch mein lieber Nachbar, der mit der Morddrohung, der muss hier hingezogen sein. Und hat da auch schon die Leute schikaniert. Dahingehend, dass er also da von einem Nachbarn den Hund vergiften wollte. Und ja, ich bin froh, dass der weg ist. Und mein jetziger Nachbar ist hervorragend, der Stefan mit seiner Wippart. Thailändische Freundin. Ja, also wenn ihr mal ein bisschen Ruhe haben wollt auf Samui, dann geht man an die Westküste. Lipanoi nennt sich das. Hier sehr schön gelegen. Ja, hier unten an der Schule, da irgendwo, da sitze ich am Strand, um diese Filmaufnahmen zu machen. Und ich habe jetzt nur noch 140 Meter. Das heißt also, meine Drohne müsste jetzt gleich auch auftauchen. Ich höre auch schon was. Fliegen wir mal hier vorne weiter. Also, sie ist schon vorbei. Sie ist schon vorbei, meine Drohne. Da hinten in der Ferne, da sieht man auch Natron. Ja, liebe Zuschauer, wie immer, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.
Vielleicht ist das für den einen oder anderen, der schon mal hier auf Samui gewesen ist, neu hier dieser Strandabschnitt. Wie gesagt, wenn man ganz viel Ruhe haben möchte, ist man hier richtig. Meine Drohne ist jetzt auf dem Heimweg. Ist nämlich nicht mehr viel drin in der Batterie, aber das wird sie schon schaffen. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, meine Drohne hat es aber bis nach Hause geschafft, zu mir. Also keine Sorge, sie kann weiter für euch fliegen.